Die FDP fordert jetzt statt der Finanztransaktionssteuer eine Börsenumsatzsteuer. Was soll das? Das ist mal wieder eine FDP-Nebelkerze, die meines Erachtens nichts anderes soll, als die Finanztransaktionssteuer zu verhindern. Das, was die FDP angibt als Grund, nämlich dass es eine Flucht aus der EU-17, aus der Eurozone nach Großbritannien gäbe bei der Einführung einer Finanztransaktionssteuer. Genau das wäre nicht der Fall bei dem Vorschlag der EU-Kommission, wie er vorliegt. Denn die Einnahmen aus der Steuer, die gehen eben nicht an das Land, wo der Handel stattfindet, sondern an das Land, wo das Unternehmen sitzt. Aber der entscheidende Grund, das kann man gar nicht oft genug sagen, für die Einführung einer Finanztransaktionssteuer, das ist einfach schlicht, dass bei uns sogar der Brotpreis besteuert wird. Aber Finanztransaktionen, die nichts mehr zu tun haben von der Realwirtschaft, die in einem Bruchteil von Sekunden stattfinden, sollen nicht besteuert werden. Das ist absurd. Außer der FDP sieht es jeder so in Deutschland. Es gibt die Chance innerhalb der Euro-17-Zone. Jetzt muss man es auch machen. Frau Merkel, springen Sie. Im Deutschen Bundestag gibt es dafür eine Mehrheit. Wie geht es mit der Aufklärung der rechtsterroristischen Verbrechen voran? Also auf eins kann man sich verlassen, wir werden bei dem Thema sicherlich nicht nachgeben, sondern darauf drängen, dass es eine vollständige Aufklärung gibt, und zwar in allen Aspekten, was die Polizeidimension angeht, was die Verfassungsschutzämter, die Dienste angeht, was das politische Versagen angeht und nicht zuletzt auch, was die Frage angeht, ob man sich um die Opfer so kümmert, wie man es versprochen hatte. In all den Fragen sind wir hinterher. Das beste Instrument dafür, das ist, dass man Untersuchungsausschüsse im Bund wie in den Ländern schafft. Da haben Bündnis 90 Die Grünen schon einiges erreicht, trotz zögernder Kollegen bei den anderen Fraktionen, weil wir glauben, das ist der Weg, wie man am besten Aufklärung tatsächlich durchsetzen kann. Und sonst noch? Naja, und sonst noch gab es natürlich die tolle Demonstration. Wir haben satt mit über 20.000 Leuten. Das finde ich klasse angesichts der ganzen Debatten, wie wir sie haben, über Hühner, Mast und so weiter. Es zeigt, dass die Leute sich um ihr Essen kümmern und sagen, wir wollen gesunde Lebensmittel. Und dass das nicht im Gegensatz zur Landwirtschaft ist, sondern als Partnerschaft in der Landwirtschaft, allerdings mit einer bäuerlichen Landwirtschaft, die gesunde Lebensmittel herstellt. Das ist im Kern eine biologische Wirtschaft, eine Landwirtschaft. Die industrielle Massentierhaltung ist nichts anderes als eine Perversion von Landwirtschaft. Sie verdient den Begriff der Landwirtschaft eigentlich nicht, weil sie geradezu darauf angewiesen ist, dass man den Tierschutz mit Füßen tritt, dass man Hormone einsetzt und so weiter. Also dass Lebensmittel, die nicht gesund sind, die nicht unter ethischen Gesichtspunkten erstellt worden sind, auf den Tisch kommen. Und ich will nur eins sagen, auch als Angebot an die Landwirte. Auch die Bildungspolitik der Grünen ist eigentlich ein Bestandteil der Landwirtschaftspolitik. Aus folgendem Grund, weil wir nämlich Ganztagesschulen wollen, in denen es ein Mittagessen gibt, das in der Schule in der eigenen Mensa hergestellt wird. Regional angebaut, sodass alle Kinder wissen, wo kommen meine Lebensmittel her. Und die Kinder, die auf solche Ganztagesschulen gehen, das werden morgen Leute werden, die dann ebenfalls darauf achten, wo ihre Lebensmittel herkommen. Insofern wollen wir die Kinder heranerziehen, die später mal sagen, wir wollen nichts von Agrarfabriken.